letzten Minute 2-2 verpasst und dann auf einmal zwei lange Bälle wieder individuell. Dann bekommst du zwei Tore. Der Fußball verzeiht nicht. Fußball verzeiht nicht, besonders im Halbprofi, im Regionalliga, verzeiht nicht, auch in zweiter Klasse nicht. Und diese Sache, wir versuchen das so wenig wie möglich reduzieren, was individuell betrifft, aber du kannst nicht wegmachen komplett. Aber Woche zu Woche versuchen wir reduzieren, so wenig wie möglich passiert, aber kann man nichts machen. Fußball kann so gehen, geht hin und her. Ich denke aber, dass trotzdem insgesamt der Sieg nicht unverdient ist, weil wir, finde ich, eine hervorragende erste Hälfte gespielt haben. Finde ich, müssen schon bei Stand von 0-0, wo wir allein am Tormann laufen, das erste Tor machen und haben dann auch nach dem 2-0 zwei Riesensitzer noch aufs dritte und kriegen dann eigentlich mit der ersten Aktion vom Gegner in der ersten Hälfte den Anschlusstreffer. Und dann war es ja eine ganz schwierige Partie gegen einen sehr guten Gegner. Wir wussten, dass der VfC sehr stark ist, vor allem sehr heimstark ist. Und dann kommt das Publikum dazu und die Emotionen und wir haben doch eine sehr junge Truppe. Und da bin ich aber heute stolz, wie sie da dagegen gehalten haben und alles reingeworfen haben, dass wir kein Tor kassieren. Sehr schade, weil diese Leistung, dieses Resultat, zwei verschiedene Welt. Wenn du sagst, 4-1 hast du verloren und dass du dieses Spiel gesehen hast, wie wir, was haben wir nicht gemacht vor 2-2, was haben wir nicht gemacht heute vor einem Punkt. Okay, alles hat gepasst, aber in Knackpunkten, großer Fehler, tut weh. Aber ich bin stolz auf die Leistung. Aber Enttäuschung wegen die großen Fehler, da ist, tut weh. Philipp Hosener, er macht das, was ein Oldie als Kapitän machen muss. So ist es. Gott sei Dank ist ihm auch letzte Woche so mit den drei Toren oder vor zwei Wochen in der letzten Runde mit den drei Toren ein bisschen der Knoten geplatzt und jetzt läuft es richtig gut. Ich finde aber vor allem, wie er arbeitet und wie er für die Mannschaft da ist, wenn man weiß, woher er kommt und wo er schon gespielt hat, das ist schon richtig top und natürlich freuen wir uns, dass er dann auch für uns trifft. Jedes Spiel für uns ist ein wichtiger Match, weil wissen wir eh, da eine neue Liga für uns ist, eine harte Liga ist, eine Liga ist, wo achte Woche ist, alles dabei war. Überraschung war positiv, Enttäuschung war negativ, aber ich habe von Anfang an, bevor die Meisterschaft begonnen hat, habe ich darüber geredet. Wir werden genug enttäuschen, positiv, negativ und genug überraschen, positiv. Und jetzt, was ich gesagt habe, Anfang an, in acht Wochen hat alles passiert. Verstehst du, was ich meine? Und das werden wir wieder Siegen holen, wir werden wir die richtigen Punkte holen, weil wir haben ein Team, eine Gruppe, die brennen sie, die geben alles, jeder Training, jeder Mensch. Bei uns gibt es keine Kopfhängen lassen und Nachlassen, da gibt es bei uns nicht.